Der Broker nimmt eine zentrale Rolle in der Finanzwelt ein. Doch was genau macht dieser? Wie verdient dieser sein Geld? Welche Unterschiede gibt es zu den verschiedensten Brokern? Worauf muss ich dabei achten? Dazu weitere aufschlussreiche Fakten hier jetzt in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen! Schauen wir uns kurz einmal die Definition eines Brokers an, beziehungsweise warum wir sie brauchen. In erster Linie ist ein Broker ein Dienstleister, der ein Vermittler oder auch als Zwischenhändler bezeichnet agiert. Dieser übernimmt im Auftrag von Anlegern die Vermittlung von Handelsobjekten und nutzt dafür die Börsen. Das bedeutet, wenn du Finanzprodukte an der Börse kaufen oder verkaufen möchtest, wird ein zugelassener Broker benötigt. Dies kann dann über das Telefon, das Fax oder über eine Online-Plattform abgewickelt werden. Hier hat sich vor allem die Digitalisierung in den letzten Jahren durchgesetzt und somit werden heute überwiegend Online-Broker genutzt. Ein Online-Broker nimmt im Wesentlichen die Orders via Internet entgegen und nicht mehr über das Telefon oder Fax. Orders, die telefonisch durchgeführt werden, wird in der Regel noch immer ein Preisaufschlag verrechnet. Gleichzeitig dient es bei Brokern aber auch oft als Backup für etwaige Systemausfälle. So, aber wie sieht es dann jetzt weiter aus als nächsten Schritt? Also wenn im Zuge dessen eine erfolgreiche Durchführung einer Order seitens des Brokers durchgeführt wurde, verwahrt dieser deine Anteile in deinem Depot. Für diesen Prozess verlangt der Broker für die durchgeführte Leistung eine Gebühr. Darüber hinaus können weitere Gebühren wie zum Beispiel für die Depotführung anfallen. Dazu später aber noch Näheres dazu. Für den Wertpapierhandel selbst benötigen Privatkunden einen Broker und ein Depot. Damit ein Broker Aufträge von Kunden an einer Börse weiterleiten kann, muss dieser als Teilnehmer an der Börse registriert sein. Aus diesem Grund kann nicht bei jedem Broker an sämtlichen Börsen gehandelt werden. Das obliegt dem Broker selbst, manche lassen ausschließlich den Handel bei europäischen Börsen zu, andere ermöglichen noch den Zugang zum amerikanischen oder auch asiatischen Markt zum Beispiel. Hinzu kommt aber auch noch, wenn ein Broker an einer Terminbörse registriert ist, kann dieser auch den Handel mit Optionen oder Futures anbieten. Sehen wir uns im nächsten Schritt die verschiedensten Arten von Brokern und wie diese ihre Geschäfte abwickeln an. Eines gleich vorweg, die Unterschiede der jeweiligen Arten der Broker liegen meist in der Art der Orderausführung und im Bereich der sogenannten Spreads. Kurzer Exkurs, bei Spreads handelt es sich um die Differenz, die sich aus zwei unterschiedlichen Kursen ergeben, nämlich aus dem Kauf- sowie dem Verkaufskurs eines Basiswertes. Nun aber zu den verschiedensten Arten von den Brokern. Die gängigsten Arten sind der Dealing Desk, der Market Maker und das Electronic Communication Network. Sehen wir uns die kurz im Detail an. Beim Dealing Desk, auf Deutsch Handelstisch, wandert die aufgegebene Order über diesen Handelstisch der Handelsabteilung und wird von der Handelsabteilung an die Börse weitergeleitet. Die Order kann auch ohne Zwischenhändler durchgeführt werden und nennt sich dann Over-the-Counter. Diese Variante wird oft beim sogenannten Interbankenhandel von Wertpapieren praktiziert. Zur Erklärung kurz, der Interbankenhandel ist ein Markt, auf dem Geschäfte des Geld- und Kreditverkehrs nur zwischen Banken, also Geschäftsbanken oder gegebenenfalls auch zwischen diesen und der Zentralbank getätigt werden. Als nächste Art gibt es den Market Maker. In diesem Fall wird die Order nicht an den Finanzmarkt weitergeleitet, sondern der Market Maker macht die Kurse selbst. Dabei wird versucht, eine eingegangene Order innerhalb seines Systems zwischen seinen Kunden abzuwickeln und somit die Börse zu umgehen. In der Regel lässt der Market Maker also zwei seiner Kunden gegeneinander handeln. Verkauft Kunde A, sucht sich der Broker Kunde B, der zu ähnlichen Vorgaben bezüglich Preis und Menge des Wertes kaufen möchte. Beim ECM Broker, also dem Electronic Communication Broker, erfolgt die direkte Weiterleitung der Order an den Interbankenmarkt. Dabei setzt sich die Preisstruktur des Brokers aus flexiblen Spreads zusammen. Ein weiteres Merkmal ist auch noch, dass im Vergleich zum Dealing Desk Broker eben kein Handelstisch zwischengeschaltet ist. Neben den Arten der Broker stellt sich für viele allerdings die Frage, wie verdienen Broker jetzt ihr Geld? Die müssen ja auch von irgendwas leben und natürlich Gewinne erzielen. In der Regel gibt es drei Einnahmearten, von denen die Broker ihre Gewinne erwirtschaften. Kurz habe ich es ja oben schon angedeutet, und zwar sind das die Gebühren sowie die Spreads. Hinzu kommen auch noch die Finanzierungskosten. Wie viel welcher Broker jetzt mit was verdient, hängt besonders von der Art der Geschäftstätigkeit ab.
Wertpapierbroker verdienen in den meisten Fällen ihr Geld mit den Ordergebühren und etwaigen Depotgebühren. Wer also bei einem Wertpapierbroker einen Auftrag erteilt, muss auf Basis deren Gebührenmodelle Orderkosten abtreten bzw. bezahlen. Anders sieht es bei Brokern aus, die vorwiegend im Forex, CFD oder Optionenhandel tätig sind. Hier erwirtschaftet der Broker hauptsächlich seine Einnahmen über die Spreads. Die dritte Art der Einnahmensgenerierung sind die sogenannten Finanzierungskosten. Oft betrifft das Trader im CFD-Handel, die eine Long Position über die Nacht halten. In diesem Fall wird ein bestimmter Zinssatz dafür berechnet, dass der Broker dem Kunden auf Basis des sogenannten Hebelskapitals geliehen hat. Dabei gilt zu beachten, dass auch bei handelsfreien Tagen diese Haltedauer einbezogen wird. Nachdem wir jetzt wissen, was ein Broker ist, welche Arten von Brokern es gibt, wie diese ihr Geld verdienen, sehen wir uns jetzt noch an, worauf du achten solltest bzw. wie du den passenden Broker für dich findest. Die Auswahl des richtigen Brokers ist nicht immer einfach und es gibt auch nicht den einen Broker, der alles kann, sondern es gibt eine Vielzahl an verschiedensten Brokern mit Schwerpunkten. Dabei ist es notwendig, die besonderen Merkmale der Broker zu erkennen und dann anhand seiner Strategie schon mal hier zu selektieren. In der Regel macht es wenig Sinn, wenn ich mit dem Vermögensaufbau starten möchte und den Aktienhandel ins Auge fasse, dass ich mir einen Broker hole, der spezialisiert auf den CFD-Handel oder Optionenhandel ist. Da macht es logischerweise mehr Sinn, einen Aktienbroker zu favorisieren. Wichtige weitere Rollen spielen vor allem die Gebührenstruktur. Achte immer darauf, dass du nicht unnötig zu viel für deinen Broker bezahlst. Jegliche Mehrkosten können sich auf deine Rendite niederschlagen. Hinzu kommt ein Maß an Seriosität. Damit meine ich, dass eine transparente und schnelle Ausführung gewährleistet sein sollte, Stabilität und Sicherheit bieten und ein Kundenservice bei etwaigen Problemen dir rasch weiterhelfen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du dich wohlfühlst auf der Plattform. Dafür gibt es einige Merkmale, wie zum Beispiel, ob du dich benutzerfreundlich durch die Maske navigieren kannst oder ob es eine Desktop- und App-Version gibt oder nur eine App-Version. Ein weiterer Punkt, der oft in die Entscheidungskriterien einbezogen werden sollte, ist, ob der Broker für dich in deinem Land steuereinfach ist. Sprich, ob die Steuern vom Broker abgeführt werden oder ob du dich selbst darum kümmern musst. Ihr seht schon, es ist oft nicht so einfach, die für euch richtige Entscheidung zu treffen. Um euch hier etwas mehr Klarheit schaffen zu können, gibt es auf unserer Webseite den Broker-Vergleich. Damit möchte ich euch noch zum Schluss mit auf den Weg geben, dass es nicht nur eben diesen einen Broker gibt für euch persönlich und für eure Strategie. Nehmt euch das Beste aus jedem Broker heraus und setzt eure langfristige Strategie mit Hilfe der Broker um. Damit bin ich jetzt auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Ciao.